Hallo, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer nächsten Doku. Aktuell bildet sich hier eine Böenfront vor meinem Fenster aus. Jetzt muss ich mal schauen, was wir für ein Datum heute haben. Heute haben wir den 20.06.2020. Aktuell sieht das Ganze hier so aus. Eine leichte Shelf Cloud mit einer Böenfront. Aber ich habe noch keinen Blitz gesehen. Jetzt schauen wir mal, was passiert. Es ist wirklich so dunkel dort hinten. Das kommt von Nordosten. Das Gewitter bzw. Starkniederschlagsgebiet. Jetzt machen wir halt mal schnell eine kurze Doku. Meine Damen und Herren, achtet nicht, was meine Mutter gerade sagt. Ich konzentriere mich jetzt auf das Niederschlagsgebiet. Wir zoomen mal kurz hin, meine Damen und Herren. Das müsst ihr euch mal anschauen. Seht ihr das? Seht ihr diese Böenfront? Besonders das wird hier die. Stärker werden. Wahnsinn, was ist das für eine geile Böenfront vor meinen Augen? Boah. So, jetzt fängt es auch gleich an zu regnen. Den Starkregen müsst ihr euch jetzt dann anschauen, meine Damen und Herren. Die letzte Doku habe ich gemacht am 17. Ist das richtig? Gehe ich jetzt mal davon aus, ja, der 17.06., da wo die Konvergenz abends bei uns ankam. Und da, wo es nicht geblitzt hat. Aber so eine Wand ist auch wieder mega nice. Schaut euch mal das hier an. Ich habe hier vor meinen Augen eine Böenfront, meine Damen und Herren. Das wird jetzt kurzzeitig hier gleich wieder mega windig werden hier bei mir. Ich filme gerade aus dem Zimmerfenster, also durch die Scheibe halt. Das Fenster mache ich natürlich nicht auf, weil sonst regnet mir hier alles rein. Aber das ist ja eine volle Böenfront. Schaut euch das hier mal an. Jetzt muss bloß noch ein Blitz rauskommen, meine Damen und Herren. Die Belichtung ist jetzt eingestellt. Und jetzt geht's gleich los, meine Damen und Herren. Es tröpfelt schon.
So, ich gehe jetzt mal hier auf die Knie, dass wir die Wand schon drauf kriegen. So, aktuell haben wir hier eine Böenfront vor unseren Augen. Jetzt muss es bloß noch blitzen. Aber wie gesagt, ich habe bis jetzt noch keinen Blitz gesehen. Aber die Strukturen, die sind sowas von mega nice. Schon wieder. Vielleicht kriegen wir doch den einen oder anderen Donner drauf. Mal gucken. Aber die Megastruktur hier. Oh, nice. Mega schöne Strukturen. So. Der Niederschlag ist mittlerweile angekommen, meine Damen und Herren. Das dürfte jetzt hier gleich fett regnen. Es besteht auch Gefahr von Hagel, hat der Radio gesagt. Und vor meinen Augen ist jetzt auch eine Regenvorhangwand. Fängt langsam an, ja. So, jetzt wird's windig, meine Damen und Herren. Jetzt wird's windig. Jetzt kommt der Starkregen. So, aktuell ist der Regen da. So, der Starkregen ist da, meine Damen und Herren, er setzt ein. Hier sieht man schon. Jetzt wird's ruppig. Ja, ein fetter Starkregen. Ein Platzregen von Feinsten, kann man sagen.
So, momentan schaut der Himmel jetzt so aus. Komplett grau in weiß. Schauen wir noch mal schnell. Oh. Dürfte eigentlich jetzt schon einmal knallen. Weil die ist einmal kurz voll violett, die Zelle. Ja. Die dürfte einmal blitzen. Die dürfte jetzt wenigstens einmal blitzen, ja. Oder zumindest einmal darf sie donnern. Ja, wir werden jetzt das abwarten müssen. Gut, der Regen hat sich jetzt momentan ein kleines bisschen abgeschwächt. Jetzt habe ich gerade wieder eine DWD-Warnung reingekriegt. Starkes Gewitter, eine Verlängerung . Bis jetzt haben wir noch keinen Donner gehört, meine Damen und Herren. Schauen wir nochmal. Nee, sag ich doch, wir haben bis 17 Uhr.
Wo sind wir denn jetzt hier? Hallo? München? Ingolstadt, da haben wir es doch. Ingolstadt, Schlaf, stopp, 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 nicht so schnell. Wo sind wir? Hallo? Kösching? Da sind wir. Also wir haben aktuell Blitzwarnung. Blitzt aber nicht. Ja, es blitzt aber nicht. Schauen wir mal, was das Gewitter macht. Schon mal gleich null. Ja. Schade. Also die Warnung ist auch wieder ein Witz, sage ich jetzt mal vom DWD. Das gleiche Spiel wie gestern. Aber was willst du machen? Aber mega schöne Wolkenstrukturen. So. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit den schönen Wolkenstrukturen. Und bis zum nächsten Mal.